bekenne mich schuldig. Ich bin noch nicht in Weihnachtsstimmung. Ich bin in der Vorweihnachtszeit und jetzt im Advent eher ein Weihnachtsmuffel, ein Weihnachtsgrinch. Die Weihnachtsstimmung kommt bei mir relativ spät. Da helfen jetzt auch die ganzen Christkindlmärkte und auch die Glühweinstandeln nichts. Aber kurz vor Weihnachten dann habe auch ich die Weihnachtsstimmung. Das kommt vielleicht auch daher, dass bei uns zu Hause der Christbaum und auch die Weihnachtskrippe immer erst ein, zwei Tage vor Weihnachten aufgestellt worden sind. Und dann beginnt für mich das echte Weihnachtsgefühl oder für mich das wahre Weihnachten. Und das ist dann auch die Zeit für die Familie. Da wir feiern gemeinsam, sei es zu Hause, aber auch in der Kirche. Es ist ja Christi Geburt und das bedeutet mir dann schon viel. Es zählen für mich dazu dann auch die Traditionen und Bräuche, die wir haben. Ich denke da ans Sternsingen. Ich war selber viele Jahre Sternsinger und damals waren wir noch als Jugendliche eben nicht mit erwachsener Begleitung. Da war dann neben dem guten Zweck dann auch eine bestimmte Hetz auch dabei bei dieser Sache. Und da zählt es eben auch für mich, dass eben am Königabend dann geräuchert wird, Haus und Hof. Und ich glaube, da hat eben jeder so seine Traditionen und seine Form, wie er Weihnachten begeht. Und ganz unabhängig davon wünsche ich einfach allen Südtirolern frohe Festtage und ein schönes Christkindlmärkte.